Hallo, ich bin's wieder, die Anna, und heute werde ich euch mit dem Ivan zusammen ein paar typische Fehlerbilder in der Ruderbewegung zeigen und auch darauf eingehen, wie wir diese korrigieren können. Das erste Fehlerbild, das wir heute sehen, ist das sogenannte Oberkörperaufreißen. Das heißt, dass die Bewegung im Zug vom Oberkörper geführt wird, indem dieser nach hinten gerissen wird. Ivan? Danke. Man hat hier relativ deutlich gesehen, dass der erste Schub nicht aus den Beinen kam, sondern dass der Oberkörper geführt hat. Das Problem dabei ist, dass die Phase des Oberkörperöffnens erst nach dem Schub der Beine erfolgen sollte, weil wenn er vorne schon mit dem ersten Beinschub gleichzeitig erfolgt, dann kann ich diese Phase hinten nicht mehr dran setzen. Das heißt, mir geht hier Energie verloren. Wie können wir das Ganze verbessern? Ich kann den Athleten darauf aufmerksam machen, dass er in dem Moment, wo er in der hinteren Umkehr die vordere Umkehr vorbereitet, das heißt, die Arme werden lang, der Oberkörper kommt nach vorne, dass ich nun die Beine beuge und diese Position des Oberkörpers nicht mehr verlasse, bis der nächste Schub kommt. Schub nach hinten, jawohl. Oberkörper vorbereiten, Schub nach hinten. Das macht Ivan hier schon sehr schön. Kurze Pause, danke. Um uns die Bewegung zu verdeutlichen, können wir uns aber auch einfach vorstellen, dass wir gedanklich das Rudergerät von uns wegschieben wollen und somit den Schub über die Beine zu fokussieren. Der Oberkörper bleibt währenddessen in Vorlage. Jawohl, das sah doch schon sehr viel besser aus. Das nächste häufige Fehlerbild, das wir sehen, ist das frühe Beugen der Knie, wenn ich mit meinem Schlag fertig bin. Das heißt, in der hinteren Umkehr werden die Knie gebeugt, während der Oberkörper noch nicht vorbereitet ist. Jawohl. Wir haben hier tatsächlich mit zwei Problemen zu tun. Das eine ist, dass mein Kettenweg über die gebeugten Knie drüber muss. Das heißt, ich habe eine sehr unruhige Kettenbewegung, die daraus erfolgt, dass die Knie schon gebeugt sind, während die Hände noch hinter den Knien auf ihrem Weg nach vorne stecken bleiben. Das nächste Problem ist, dass mein Oberkörper noch nicht vorbereitet ist. Das heißt, im weiteren Verlauf des Freilaufs muss ich gleichzeitig dafür sorgen, dass der Oberkörper für den nächsten Schlag wieder nach vorne kommt. Das erzeugt sehr viel Hektik und meistens resultiert daraus auch, dass ich in der vorderen Umkehr, in dem Moment, wo ich auch die Druckaufnahme beginne, nicht genügend Vorspannung vorhanden ist. Ich kann einmal daran denken, dass ich meinen Schlag wieder in kleine Teile aufgliedere, das heißt, hinten werden erst die Arme lang, der Oberkörper kommt in Vorlage, und wenn ich auch sehe, dass meine Hände mit dem Griff deutlich vor den Knien sind, dann erst beuge ich die Knie und komme somit in meinen nächsten Schlag. Jawohl, danke. Also da nehmt euch wirklich die Zeit, arbeitet aus der hinteren Umkehr Stück für Stück nach vorne und versucht es wirklich erstmal langsam zu machen, damit ihr euch das genau so abspeichern könnt. Was wir weiterhin sehr häufig sehen, ist, dass die Fersen abheben. Die Fersen sollten, so gut es geht, am Stemmbrett bleiben, um einfach vorne in der vorderen Umkehr und in der Druckaufnahme eine stabile Position zu erhalten und auch über den ganzen Fuß Druck ausüben zu können. Was passiert, wenn mir die Fersen abheben? Ich verliere Körperspannung. Wenn der Athlet nach vorne kommt und die Fersen lösen sich deutlich vom Brett, liegt es auch oft daran, dass der Athlet im Rumpf gleichzeitig die Spannung verliert. Ich kann mir einmal damit helfen, dass ich versuche, meinen Umkehrpunkt
zu finden in dem Moment, wo ich spüre, dass sich die Fersen vom Brett lösen wollen. Das heißt, ich spüre, die Ferse möchte weg vom Brett. Das ist der Moment, wo ich in den nächsten Schub reingehe. Probierst du das mal bitte? Jawohl, danke. Das hat schon sehr gut funktioniert. Achtet dabei auch darauf, dass ihr wirklich eine schöne Körperspannung im Rumpf aufrechterhaltet und gleichzeitig im Oberkörper eine schöne aufrechte Haltung bekommt. Das nächste Fehlerbild kennen wir beim Rudern unter Kiste schieben. Kiste schieben bedeutet, dass der Athlet an sich die Phasen genauso durchläuft, wie es sein soll. Das heißt, die Beine schieben, dann öffnet der Oberkörper und dann am Ende kommt der Armzug. Beim Kiste schieben ist es allerdings so, dass der Athlet anfängt, den Sitz nach hinten zu schieben, ohne den Körper und somit auch Griff und Kette mitzunehmen. Ivan macht es einmal vor. Vielen Dank. Wir können das ganz gut beurteilen, indem wir uns daran erinnern, dass im ersten Teil des Schubes Griff und Sitz, das heißt Kette und Sitz, genau den gleichen Weg machen sollten. Wenn das nicht der Fall ist, ich höre das auch über das Schleifen des Sitzes auf der Rollschiene, in dem Moment, wo ich keinen Druck aufs Windrad bekomme, ist es deutlich hörbar, muss ich mich daran erinnern, dass meine Koppelung im Körper etwas besser stattfinden muss. Das heißt, ich versuche wirklich, meinen ganzen Körper in der Bewegung mit nach hinten zu nehmen. Versuche dabei nochmal etwas besser, deinen Rumpf anzusteuern und den Latissimus und denk dran, dass in dem Moment, wo die Beine wegschieben, auch dein ganzer Körper folgt. Probier es einmal aus. Jawohl, sehr schön. Sehr gut, das hat richtig gut ausgesehen und man hat auch vom Hören her gemerkt, das Kisteschieben ist weitgehend verschwunden. Das Windrad hat mit dem Geräusch den Rollsitz überdeckt. Man hört den Rollsitz nicht alleine schieben und das ist für mich als Athlet auch ein gutes Feedback, das ich alleine für mich verwerten kann, wenn ich mir unsicher bin, ob dieser Fehler stattfindet oder nicht. Danke, Ivan! Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen, falls ihr euch bei dem ein oder anderen Fehlerbild auch wiedererkannt habt. Und ich freue mich, wenn ihr auch in unsere anderen Videos reinschaut. Bis bald!